Nachdem wir beim letzten Mal im weiß ich nicht wie vierten Anlauf endlich dieses blöde Lager da hinten übernommen haben, das da, können wir uns jetzt nun endlich aufmachen zu dem, weshalb wir eigentlich hierher gegangen sind. Nämlich, die merken uns wirklich nicht, wenn wir an denen vorbeisprinten. Das gefällt mir. Nämlich zu dem Lagerfeuern hier. Oh shit, was machst du hier? Ich will eigentlich nur Fische. Ich will nur die Fische! Mann ey, ich will doch nur Fische haben. So. Und ich will die Gräten. Und ich. Warum kriege ich keine Gräten? Oh shit. Ja, natürlich. Leck mich doch am Arsch. Ja, bleib da stehen. Nein, bleib da stehen. Komm her. Ach, ich bin doch extra ausgewichen, Mann, du dreckiges Drecksteil. Stirb einfach. So, wir brauchen nämlich ganz, 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 ganz dringend. Hi. So, darf ich jetzt? Das wird mir gute Dienste leisten. Danke. Wir brauchen ganz, ganz dringend Fischgräten. So. Deswegen. Ah, das sieht doch nach Gräte aus. Grün sind ja immer Knochen, beziehungsweise in diesem Fall Gräten. Und blau sind eigentlich immer Häute. Und einfach nur weiß ist einfach immer nur das Fleisch. So, wir haben unsere allerersten Fischgräten gesammelt. Juhu! So. Hast du Gräten? Du hast Gräten. Hast du Gräten? Du hast keine Gräten. Aber da haben wir schon unsere zweiten. Ich glaube, das ist eine ziemlich gute Stelle, um sich mal kurz die Gräten zu holen. Das dauert jetzt vielleicht ein bisschen, aber so unfassbar viele Gräten brauchen wir ja gar nicht. Ich glaube, das waren 4 oder 5 Stück. Jetzt haben wir jetzt schon. Meine Stimme, ey. Jetzt haben wir hier schon 2 gesammelt. Du hast auch keine Gräten. War es das hier erstmal mit Fischen? Ich will die Chance hier halt unbedingt nutzen, weil es das erste Mal ist, dass wir so ein ruhiges Gewässer sehen. Normalerweise sind die Gewässer immer dann so hart, dass da dann keine Fische sind. Und das hier ist definitiv der auffälligste Ort, an dem wir bislang Fische bekommen können, bevor wir irgendwann demnächst wieder dann stundenlang keinen einzigen Fluss mehr sehen und keinen einzigen Fisch mehr jagen können. Wollte ich jetzt mal dran denken, dass wir es jetzt vielleicht mal machen. So. Also 2 Gräten haben wir eben gesammelt, können also direkt mal weitere Tragekapazität hinzufügen. Trankbeutel, Schleudermunition oder Outfitbeutel. Hier brauchten wir einmal Fischgräte, also packe ich das mal darin. Und dann brauchen wir Waschbärhaut, die wir praktischerweise auch haben, damit aufs Maximum gelevelt. Schleudermunition brauchen wir jetzt noch Rattenknochen und Fischhaut. Beide Sachen, die wir noch nicht entdeckt haben. Ratte habe ich, glaube ich, erst ein einziges Mal eine bewusst wahrgenommen. Und das heißt, da sollten wir auch ein bisschen drauf achten. Sind auch so die kleinsten Tiere halt, ne? Die sieht man kaum. Ich glaube, ohne dieses Visier hier wird man die dann gar nicht sehen. Knochen! Gräten natürlich. Damit fehlt uns noch eine. Einmal hat so ein Fisch schon was Blaues fallen gelassen, aber das war bei dem dann komischerweise keine Haut, sondern irgend so ein Talisman. Okay, wir brauchen noch eine einzige Gräte. Und vielleicht kriegen wir hier sogar noch die Fischhaut am Fluss. Das wäre natürlich ideal. Dann müssen wir uns nämlich demnächst an Gewässern gar nicht mehr Du wirst mir konzentrieren. sicher noch nützlich sein. Da ist es weder Haut noch Geräte.
Das ist auch wieder Haut noch Grete. Ich hatte gerade eben noch einen Fisch gehört. Oder waren das hier die Äste, die ins Wasser gefallen sind? Das kann auch sein. Wo war der andere? Da. Hallo? Oh, das könnte die Haut sein. Gib mir die Haut, gib mir die Haut. Yes! Wunderbar. Okay, gleich mal... Wo war die Fischhaut? Da war... Ach so, da braucht ihr noch die Rattenknochen für. Okay. Also ein einzige Geräte noch. Komm schon, hier kann doch jetzt noch schnell ein Fisch kommen und dann haben wir das. Das wäre doch echt schön. Aber wir müssen jetzt auf die andere Seite. Fischilein! Komm herbei! Geh da oben noch über die Brücke. Ach komm schon, ein Fisch noch. Wir brauchen noch eine Grete. Aber leider... aktuell wohl nicht machbar. Ich möchte euch gar nicht großartig stören hier. Ich wollte nur das Lagerfeuer aktivieren. Haben wir gemacht. Gut. Dann ist unser nächstes Ziel direkt da. Guck dich her. Das mit dem Sprinten, dass die uns nicht hören, ist echt angenehm. Das heißt, solange sie uns nicht sehen, kann uns nicht viel passieren. So kommen wir deutlich schneller voran. So, ich glaube, hier werden wir jetzt aktuell nicht ganz so viel... Ja, geh weg, das ist ganz fein. Hier werden wir jetzt wahrscheinlich jetzt so schnell nicht so viele Fische finden. Gehe ich mal so spontan von aus. Sind sogar zwei von den Viechern. Brauchen noch Fuchsknochen. Das war, glaube ich, eh ein Waschbär. Verdorbene Stürmer. Level 18. Na, herzlichen Glückwunsch. Wir sind in der verdorbenen Zone. Aber hier gammeln noch nicht verdorbene Viecher rum, wie ich das eben richtig gesehen habe. Mal unsere neue Fähigkeit nutzen, dann brauchen wir keine Steine. Oh shit, selbst das Viech ist verdorben, das können wir natürlich nicht so leicht one-hitten. Und noch nicht mal die konnten wir one-hitten, das gefällt mir nicht. Okay, ich gehe mal kurz weg. Zu weit nach unten, weil da unten kommen dann die nächsten Gefahren. Wenn wir die so nach und nach erledigen können, wäre das allerdings echt gut. Schön leise. Das war schlecht. Ich dachte, das geht schneller. Weg hier!
Triff das Ding. Yes. Das müsste doch jetzt eigentlich explodieren, oder nicht? Hatten wir das nicht eigentlich gelernt? Leck mich fett. Ja, ist klar. Lass mich hier weg. Lauf doch. Lauf doch. Ja, natürlich. Ich kann nur noch schleichen, während 80 Monster hinter mir her sind. Oh. Gut, das hat überhaupt nicht geklappt. Ich habe auch keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. Also wenn die mit Schleichangriff nicht One-Hit sind, dann bin ich irgendwie ein bisschen sehr überfragt gerade. Wir können die auch nicht überbrücken, weil die ja verseucht sind. Maschinenreparaturfertigkeit freigeschaltet, um überbrühte Maschinen zu reparieren. Jo. Stille Landung, unauffällig und Co. Haben wir das nicht sogar? Was passiert hier gerade? What? Das war der letzte Speicherpunkt? Hä? Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Wir haben in der Zwischenzeit ein Lagerfeuer gefunden. Und 500 Gräten gefunden. Sind die jetzt alle weg? What the fuck? Die sind alle weg? Hä? Normalerweise hat das Spiel alle 2 Meter einen Schnellspeicherpunkt und jetzt hat es einfach mal 30 Minuten lang keinen gehabt? Willst du mich eigentlich verarschen? Wir haben in der Zwischenzeit sogar ein Lagerfeuer entdeckt. Normalerweise sind Lagerfeuer aufdecken automatische Schnellspeicherpunkte. Oh wow, gut, dass wir am Anfang dieser Folge 7 Minuten lang nichts anderes getan haben, außer Fische zu farmen. Nur damit die jetzt alle verschwunden sind. Hä? Also jetzt ganz ehrlich, ich brauchte in diesem Spiel noch nie manuell speichern. Noch nie, weil es alle 2 Meter einen Schnellspeicherpunkt gab. Etwas Vorrat. Und jetzt werde ich einfach mal 500 Kilometer entfernt weggesetzt. Dass wir das Lagerfeuer gefunden haben, wird nicht gespeichert. Dass wir die... Hier, wir sind von da oben hier lang gerannt. Haben hier 8000 Rohstoffe gefarmt. Sind dahin und sind bis hier hingegangen. Das wurde nicht ein einziges Mal zwischengespeichert in der Zeit. Wir wollen mich doch wohl verarschen. Also jetzt mal ganz im Ernst. Das ist ja... Wie soll man denn damit rechnen? Das hat das Spiel ja vorher noch nie gemacht. Normalerweise hat es immer alle paar Meter schnell gespeichert. Also immerhin haben wir die Fischhaut direkt. Die ist ja noch ein bisschen seltener als die Geräten. Ja, gut, dann werden wir in diesem Part wohl auch mal wieder keinen Fortschritt machen. So viel zu, wir werden vielleicht mal in der Story demnächst weiterkommen. Nee, scheinbar nicht, wenn das Spiel keinen Bock hat, Zwischenspeicherpunkte zu setzen. Du siehst mich nicht. Hallo? Du siehst mich nicht. Cheatet voll, das kann einfach durchs Wasser laufen. Okay, so weit, so gut. Komm her. Ich sag, du sollst herkommen. Daneben so, okay. Wir schauen jetzt hier einfach am Fluss entlang nochmal, ob wir irgendwo Viecher sehen, irgendwo Fische. Wir werden jetzt allerdings nicht mehr aktiv die Dinger suchen. Also wenn die jetzt durch Zufall vorbeirennen, dann okay. Da ist auch schon die erste Geräte. Wunderbar. Ich bin ja ganz froh, dass wir die Fischhaut sofort bekommen haben. Oh, Ratte.
Ist eine Unterwasserratte. Leider keine Haut. Leider keine Geräte. Boah, jetzt kriegen wir nicht im Ernst zwei von den Fischhäuten. Ne, ist wieder so ein Tierzahntalisman, wie auch immer so ein Tierzahntalisman in so einen Fisch reinkommt. Oder haben wir uns da einen draus gebaut? Und ich habe schon mal gesagt, wenn du schon die Zähne aus dem Fisch rausnimmst, dann kannst du doch gerne die Geräten mitnehmen, weil die brauchen wir. Na gut, dann diesmal halt keine Geräten. Okay, wir haben halt sogar Sachen geupgradet. Auch das wird normalerweise immer automatisch gespeichert. Also es wird normalerweise immer automatisch gespeichert, wenn man Sachen herstellt, wenn man Sachen entdeckt, wenn man Sachen einsammelt. Und all das haben wir gemacht. Das wurde nicht einmal zwischengespeichert. Das ist doch wohl aber sowas von bescheuert. Also damit kann doch jetzt wirklich keiner gerechnet haben, dass in der ganzen Zeit jetzt nicht gespeichert wurde. Hier entdecken wir nochmal das Lagerfeuer. Juhu. Eigentlich ein Punkt zum Zwischenspeichern. Das sah eben so blau aus, aber war scheinbar nur normal. Okay, dann versuchen wir es jetzt gleich da vorne nochmal. Allerdings habe ich noch eine andere Idee. Die werde ich jetzt auch erstmal probieren. Und zwar hatten wir hier ein paar Kumpel. Und ich meine, wir könnten doch Sägezähne mittlerweile... Könnten wir die nicht übernehmen mittlerweile? Ich meine, mit so einem Viech im Schlepptau würden wir da oben auf jeden Fall deutlich besser abschneiden. Leider gibt es hier nichts zum Verstecken. Na dann halt nicht. Gut, dann probiere ich es halt doch erstmal ohne. Sei denn, du siehst mich kurz. Komm mal her. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Ja, komm näher. Sag mir nicht, du kommst mit dem scheiß Baum nicht vorbei. Boah, fick dich einfach. Ja, das war klar. Und jetzt? Im richtigen Moment gerollt, würde ich mal sagen. Oh Gott! Oh Gott! Ja, natürlich! Tschüss! Nee, die kommen hier extra nicht hin.
Wahrscheinlich, weil die Entwickler wüssten, dass es dann zu einfach wäre, die Dinger zu übernehmen und... Oh Gott, jetzt haben wir umsonst so viel Leben verschwendet. So viel war es eigentlich nicht. Ups, das waren zu viele. Okay, gehen wir mal ein bisschen taktischer vor. Der Draht ist nicht lang genug. Alles lässt sich ändern. Oh, ich bin gar nicht in dem Gras, das ist auch schlau. Komm mal her. Wo kam das wohl her? Was war das denn? Ist das aber doof gelaufen jetzt, was? Ich glaube, ich bin sicher. Komm mal her. Ja, komm mal her. Feiner Junge, braver Junge, ganz feiner Junge. Oh, shit, der hat uns bemerkt. Du sollst das lassen. Ich glaube, ich habe diese Bombendrähte ein bisschen zu hoch gespannt. Ah, bis hierhin folgen die uns nicht sehr schön. Schön die Bombe gerannt. Spannen wir gleich mal die nächste. Oh. Ja, das gefällt mir. Glaub mir noch einer. Siehst du mich? Siehst du mich? Guck mal her. Ja, so ist fein. Schön in den Bombendraht rennen. Schön in den Bombendraht rennen. Ja. Ja. Nein. Weiter. Nein. Hierher. Ja, 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 ja. Wunderbär. Und so. Okay, dann nimm mal die Sprengbombe. Oh, keiner weiß, wo es herkommt, was? Oh, das ist aber doof gelaufen, was? Oh, das ist auch doof gelaufen, was?
So, und jetzt 1 gegen 1, mein Freund. Jetzt ein schönes One-on-One. Wir hatten schon mal das Vergnügen. Und da hatte ich ordentlich Probleme, ich weiß. Das ändert nichts an der Tatsache, dass ich dich dieses Mal vernichten werde. Leck mich fett. Na wunderbar, dann nimm das und das. Oh, nicht gut, nicht gut. Wuhu! Okay. Stirb. Und stirb. Ich sagte, du sollst draufgehen. Geh drauf, du dreckiges Drecksstück. Meine Fresse. Das war entspannt. Mein Gott, ey. Okay, und als Belohnung holen wir uns hier mal das Panorama. Das haben wir uns jetzt, würde ich sagen, mal verdient. Oh, eine Bühne. Apoka Shitstorm Tour Tag 5. Die Grey Swarms waren die Vorgruppe von Turtle Smash, als ich hier meine Überdosis nahm. Das stand zumindest im Polizeibericht. Ich war 15 Jahre alt. Als ich 2 Tage später im Krankenhaus aufwachte, war dein Gesicht das erste, was ich sah. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, an wen er diese Nachrichten schickt. Ob das seine Frau ist, was damals seine Freundin war im Jugendalter, oder an seinen Vater, seine Mutter oder so. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Keine Ahnung, ob... Oh Gott, Laserstrahl des Todes. So, wo sind wir hin? Genau, wir haben jetzt hier alles erledigt, was wir erledigen wollten. Und können uns dementsprechend rein theoretisch... Hier gab es noch eine Sidequest, habe ich nämlich vorhin gesehen. Ja, genau, hier ist nämlich die Sidequest von den vermissten Kriegern in Teufelsdurst. Deswegen sollten wir uns dann vielleicht doch nochmal hierhin begeben. Weil ich würde sagen, dass wir zu lange mit diesem komischen Camp hier gebraucht haben, können wir nochmal nach den vermissten Kriegern suchen, damit wir dann im nächsten Part endlich mal mit der Story weiterfahren können. Und jetzt dann das Heilige Tal vielleicht dann doch mal verlassen? Die Sache ist, sind wir jetzt vielleicht schon aus dem Heiligen Tal raus gewesen da oben? Das ist auch die Frage. Weil es sieht zwar immer noch so aus, als wenn es so ein bisschen in so einer Art Tal drin wäre, aber andererseits, naja, hat es Sona ja gesagt und die war ja da oben, dass wir dadurch dafür das Heilige Tal verlassen müssten, um da oben anzugreifen. Das heißt, rein theoretisch sind wir wohl scheinbar oben schon aus dem Heiligen Tal raus. Von mir aus, ich habe jetzt so nicht genau gesehen, wo die Grenze war. So, da war das Ding. Und hier müssen wir nach vermissten Kriegern suchen, ja? Die waren wir ja schon ein paar Mal. Das heißt, die sollten jetzt wahrscheinlich erst aufgetaucht sein, nachdem wir die Quest angenommen haben. Weil wir haben da oben ja sogar... Da oben haben wir sogar schon ein Panorama geholt. Aber wer hat gewonnen? Kriegerpfeile in diesen Maschinen. Das
gab sicher eine Massenflucht. Die Maschinenspuren führen in die Ruinen. Ebenso wie Menschenspuren. Na, dann würde ich sagen, markieren wir die mal. Die Sonne steht aber gerade schon ziemlich krass. Sind schon ziemlich interessante Effekte, die hier gerade durch die Sonne entstehen. Sieht schon ein bisschen schon fast radioaktiv aus, würde ich sagen. Fische. Ich meine, ich sehe da die Krieger. Aber ich sehe auch Fische. Grete! Okay, brauchen wir noch zwei. Sehr viele Fische. Das gefällt mir. Bleib hier, Fisch. Mann, ich will nur eine Grete haben, Mann. So. Ich hasse euch. Drecksfische, ey. Ja, das sieht gut aus. Nein, das sieht doch nicht gut aus. Das sah von Weitem so grünlich aus. Och Mann. Leck mich. Ich wollte nur noch einmal Grete haben. Oder brauche ich doch zweimal Grete? Ist ja auch egal. Wir herstellen jetzt mal kurz wieder her. Einmal den Kram. Und dadurch, dass wir die Fischhaut haben, können wir es auch gleich aufs Maximum bringen. Das heißt, wir brauchen nochmal Fischhaut. Weil hier kam hinterher, glaube ich, auch die Fischhaut. Oder wurde dann wichtig. Wir brauchen nochmal Kaninchenknochen, wir brauchen nochmal Fischgräte. Wir brauchen nochmal Fuchsknochen, wir brauchen nochmal Fischgräte. So, da oben ist der Sägezahn. Und da sind die beiden Nora-Krieger, die wir suchen sollen. Wie geht's? Ich weiß, wie man einen Sägezahn überbrückt, wenn ich nah herankomme. Ja, und wir kommen hier nah heran. Ist das nicht schön? Unser ganz persönlicher Sägezahn. Okay, viel Spaß, ihr beiden. So ist fein. Ich glaube, ich habe euch gerettet, ja? Jungs und Mädels? Ja, ich! Muss ich den jetzt hier ernsthaft wieder killen? Okay.
Können wir wieder raus? Ja, könnt ihr. Leute, ihr könnt wieder raus. Hallo? Ihr könnt da ruhig wieder raus. Wie sage ich denen das jetzt? Kümmert euch wieder um euren Kram. Ja, kommt jetzt da raus, Mann! Wie sage ich denen, dass sie da wieder raus können? Hier ist keine Gefahr mehr. Hallo? Alles wieder gut. Ich hätte vielleicht doch mal kurz versteckt bleiben, oder ist das dieser riesige Langhals? Ich hoffe, es ist der Langhals. Leute, ihr könnt jetzt rauskommen. Hallo. Alles in Ordnung. Gefahr gebannt. Ich komme zu euch leider nicht hoch, deswegen könnt ihr gerne rauskommen. Das ist kein Problem. Ey, jetzt im Ernst? Quests. Banditenlager sind geschafft. Ja, schön. Verdorbene Zonen sind geschafft. Ja, schön. Jagdgebiete sind geschafft. Langhälse, wo ist denn da? Jagen für die Loge ist es nicht. Das war nämlich... Erkunde die Ruine, erledige die Sägezähne, folge den Spuren, rede mit Ferl. Ach, hier, okay. Bist die Kriegerin, die ausgestoßen war? Was machst du hier? Euer Freund Dan bat mich, euch zu suchen. Was macht ihr da oben? Der Sägezahn riss uns die Bündel ab. Uns. Ohne Waffen war das hier unsere beste Option. Vielen Dank, dass du ihn erledigt hast. Jetzt können wir nach Hause. Eins noch. Du verrätst doch nicht, dass du uns gesehen hast. Habe ich ja nicht. Zumindest dein Freund nicht. Soll ich dir runterhelfen? Wir gehen allein zurück. Versteh das nicht falsch, aber wenn wir mit dir gesehen werden, kommen sie uns noch auf die Schliche. Alles klar. Ist damit die Quest vorbei? Scheinbar. Wir müssen jetzt dahin zurückkehren. Und da wollen wir im nächsten Part ja eh hin, denn wir wollen ja dann endlich mal in dieses Gebiet hier eindringen. Also hier rüber und da sind dann gleich mal zwei verdorbene Zonen. Stufe 15, Stufe 20 sollten wir so rein theoretisch machen können. Auch wenn ich immer noch der Meinung bin, dass unser Equipment nicht das Richtige dafür ist. Wir kommen auch noch beim Dorf vorbei, also ich denke, wir werden langsam in die Richtung weitergehen. Und dann vielleicht hier auch mal das Ding hier entdecken, damit wir ein bisschen was vom Gebiet freischalten. Also ich hoffe, ihr habt Spaß, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.